Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich möchte heute mit euch über Zeit der Eismonde von Annette E. Schlicht sprechen. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen, kostet 15 Euro im Taschenbuch und hat etwa 370 Seiten. Es handelt sich hierbei um High Fantasy und ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage daher vielen lieben Dank an den Verlag. Mich hat das Buch zunächst einmal angesprochen wegen des Covers. Ja, ich gebe es ja immer wieder zu, ich bin ein Coveropfer und lasse mich immer wieder von Covern auch leiten. Ich finde einfach diese eisige und verschneite Landschaft, ein gefrorener See und ja, so Nadelwälder finde ich alleine schon echt cool. Dann sehen wir im Vordergrund noch einen jungen Herrn, der eingewickelt, eingemummelt in Pelzen und in Gewändern ist und neben ihm sein Gefährte, ein weißer Wolf. Ja, und Wölfe haben in diesem Roman auch eine große Rolle. Es spielt hier in einem verschneiten, sehr nördlich gelegenen Dorf und wir treffen hier auf Owen. Owen ist ein junger Mann und lebt dort zusammen mit seinem Vater. Seine Mutter ist ja vor Jahren gestorben bei einem Brandunfall, so wie er glaubt. Er hat seit kurzem sehr, sehr schlimme Albträume in der Nacht, aber auch am Tag plagen ihn seltsame Visionen. Und diese Visionen gehen ihn sehr, sehr stark an. Auch sein Vater benimmt sich auf einmal seltsam, denn in der Nachbarschaft verschwinden auf einmal Leute und Tiere und irgendwie scheint ein seltsames Raubtier umzugehen. Ja, und eines Nachts erscheint ein seltsamer Mann bei Owen und sagt ihm, sie müssen jetzt flüchten gemeinsam, denn er wird verfolgt, er ist etwas ganz Besonderes, er hat eine besondere Fähigkeit, was natürlich auch mit seinen Visionen zusammenhängt. Und seltsame Schattenwesen scheinen genau solche Leute zu suchen und sie zur Strecke zu bringen zu wollen. Und er nimmt ihn mit auf eine Reise. Wohin das Ganze führt und was das Ganze mit seinen Visionen und mit seinen Fähigkeiten auf sich hat und natürlich, was es eventuell mit der Vergangenheit zu tun hat, eventuell mit seiner Mutter. Und das muss man hier herausfinden. Es gibt noch einen zweiten Strang, der hier wichtiger wird. Und zwar treffen wir hier auf Reva. Sie ist die Tochter des derzeitigen Königs. Und ja, es geht so ein bisschen darum, dass sie die Geheimnisse ja, in den Katakomben herausfinden soll. Sie hört da seltsame Geräusche. Sie soll aber auch verheiratet werden und eine Heirat wird plötzlich annulliert. Sie soll auf einmal jemand anderen heiraten und all das hängt irgendwie miteinander zusammen. Und es geht auch um ein Rudel Wölfe, die umherstreichen. Ja, wie das Ganze zusammenhängt, das erfährt man hier ziemlich schnell. Aber bevor ich jetzt in ja, die Besprechung eintauche, möchte ich einmal erzählen, warum mich das Ganze von der Story her so sehr gepackt hat. Dass es mich hier äußerlich so schon angesprochen hat, das habe ich euch ja schon erzählt. Aber ich möchte euch noch sagen, warum ich überhaupt zu diesem Buch gegriffen habe. Der Klappentext hat mich auch angesprochen, aber was mich denn schließlich dazu gebracht hat, das tatsächlich anzufragen als Rezensionsexemplar, ist ja eigentlich die Geschichte um die Autorin und warum die Autorin auf diese Idee gekommen ist und wie sie sich inspiriert hat lassen. Die Autorin ist nämlich ja, eine Deutsche und sie wohnt zurzeit in Hamburg und sie ist in einem kleinen Küstenort in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen und ja, sie liebt selber Fantasy und Science Fiction, aber jetzt kommt's halt. Ein Teil von Zeit der Eismonde entstand während eines Winterurlaubs an der dänischen Nordsee. Die Geschichte ist inspiriert von der Frage, woher kommen unsere Träume und einem Besuch des Wikingermuseums Heiterbu in der Nähe von Schleswig. Ja, das alles hat mich total angesprochen. Einmal hier so dieser Wikinger-Einschlag, denn die Frage, woher kommen unsere Träume? Ich finde Träume total spannend. Und ja, einfach dieses Setting und dass wir hier eben eine deutsche und auch norddeutsche Autorin haben, die das Ganze geschrieben hat. Und das alles hat mich sehr angesprochen und deswegen habe ich dazu gegriffen.
Ja, allerdings hat mich das Buch nicht überzeugen können. Ich habe das zusammen mit der lieben Julia vom Kanal Leseritter gelesen. Das ist unsere zweite Leserunde. Und sie hatte mich daraufhin angesprochen, weil sie gesehen hat, dass ich es in meinen Neuzugängen hatte. Und sie meinte, sie hätte es schon begonnen und es fing echt toll an. Und sie hatte mich gefragt, ob wir es nicht zusammen lesen möchten. Ja, und dann haben wir es gemacht und ich fand auch, dass es echt extrem gut anfing. Denn ich finde, die Autorin hat eine besondere Stärke, Atmosphäre zu schaffen. Und besonders am Anfang, wo wir Owen begegnen in diesem kleinen Dorf, was sehr, sehr eisig ist und wo langsam ja die Eismonde einkehren, also die eisige Zeit, wo es wirklich verschneit ist und wo jeder Windzug einen ja trifft wie Dolche, könnte man sagen, ist ja alleine schon das Setting sehr, sehr cool gemacht. Und dann haben wir noch dieses mystische, unheimliche der Albträume und ja, dieser seltsamen Wesen, die draußen herumstreichen. Es hatte tatsächlich was Uriges, Unheimliches, Mystisches am Anfang. Und deswegen haben mir die ersten 50 bis 100 Seiten sehr gut gefallen. Dann allerdings, als Owen aufbricht, bricht das alles leider ein bisschen in sich zusammen. Denn, wie ich eben schon vorausgesagt habe, man erfährt sehr, sehr schnell, wie die Zusammenhänge sind und was des Rätsels Lösung ist. Und irgendwie haben wir uns da sehr gewundert, dass das Ganze so schnell aufgelöst wurde und wir als Leser wussten stetig mehr als die Protagonisten. Uns wurde das Ganze schon aufgeklärt und bis die Protagonisten das wissen oder auch selbst mitbekommen haben, ist einige Zeit ins Land gegangen und das war sehr, sehr mühselig und dadurch sind natürlich auch viele Geheimnisse, ja, Geheimnisse in Anführungsstrichen, ja, überhaupt keine spannende Sachen gewesen, sondern für uns einfach schon, was wir längst wussten. Es ist auch nichts Neues dazugekommen, wo wir dachten, oh, das ist aber spannend oder ach, so ist das also. Nein, wir als Leser wussten immer alles und es gab so einen Moment, ja, wo wir tatsächlich ein Geheimnis hatten und wir dachten, okay, das war schon im Prolog, wurde das angedeutet, eine Botschaft, die überbracht werden sollte und jetzt endlich wird diese Botschaft an unseren Protagonisten herangetragen. Und worum handelt es sich? Es handelt sich im Grunde darum, was wir schon längst wissen. Also da konnte ich mir eigentlich auch nur im Kopf fassen. Ja, und somit ist das Buch langweilig. Also die Ideen hier drin sind nicht sehr viel Neues. Und das, was mich angesprochen hätte, eben so dieses Wikinger-Feeling und das mit den Träumen, seine magische Begabung, das ja, hat hier leider nicht stattgefunden. Es kann sein, dass es jetzt noch weitergeht und dann wir dieses Wikinger-Feeling bekommen, denn das Buch ist der erste Teil einer Reihe und wir haben hier hinten drin auch noch ja, das erste Kapitel des zweiten Bandes und am Ende befinden wir uns halt endlich an der Küste und besteigen ein Schiff und vielleicht kommt dann so ein bisschen das Wikinger-Feeling auf, aber die Reise dorthin hat sich so sehr gezogen und auf dieser Reise ist wirklich wenig passiert, was zuträglich für die Story gewesen wäre. Auch Owens Ausbildung in der Magie, in seinen Fähigkeiten, was uns sehr interessiert hätte, war leider nicht präsent und das war sehr, sehr schade. Also die einzige Stärke, wie gesagt, war die Atmosphäre, aber dieses mystische, geheimnisvolle vom Anfang, es hat sich leider dann irgendwann aufgelöst, weil wir einfach diese Geheimnisse schon wussten. Das hat ja die Autorin meines Erachtens oder unseres Erachtens einfach nicht klug konstruiert, dass die Leser alle Geheimnisse schon wissen. Und ich fand halt auch, dass das Buch keine runde Geschichte war, keine in sich abgeschlossene Geschichte. Auch wenn es ja, auch wenn es Folgebände gibt, sollte es für mich der erste Band auch eine runde Geschichte ergeben. Im Grunde ist es einfach nur ja, ein Einstieg in die Geschichte, wo es beginnt und dann, ja, wo mehrere Stränge aufgebaut wurden und die Stränge haben sich noch nicht mal begegnet, sind sich nicht mal begegnet. Ja, war ein bisschen schade. Was mir noch gut gefallen hat, war, dass Owen sich irgendwann
mit eines dieser Schattenwesen angefreundet hat, ohne zu wissen, dass es ein Schattenwesen ist. Wir als Leser wussten das natürlich irgendwie sofort, aber ja, dass diese Freundschaft, die sich so aufgebaut hat, war anfangs sehr, sehr schön. Andererseits war es sehr einseitig. Also Owen hat seine Fähigkeiten genutzt und ja, ist immer mehr zum Herr geworden, dieses Gefährten, und es war nicht gleichberechtigt. Also die Gefährten waren nicht gleichberechtigt. Er war der Herr und ja, das Schattenwesen war halt der Untergebene oder die Untergebene. Ja, das war alles ein bisschen schade. Demnach, es war kein großes Aufregerbuch, es war jetzt kein großer Riesenflop, sondern es war einfach langweilig. Das ist leider mein Fazit und ich glaube Julias auch. Wenn ihr wissen möchtet, wie sie das Ganze gefunden hat, schaut mal auf ihren Kanal vorbei. Ich weiß nicht, ob sie eine Einzelrezension dreht, aber gewiss in ihren Lesemonat werdet ihr das Ganze denn auch besprochen sehen. Ja, wenn ihr diese Reihe kennt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde nicht mehr weiterlesen mit dieser Reihe, auch wenn es natürlich sein kann, dass das, worauf ich mich so gefreut habe, vielleicht jetzt kommt. Aber da ist mir das Risiko einfach zu hoch und es gibt einfach zu viele schöne andere Bücher, die ich gerne noch lesen möchte. Und deswegen werde ich mich jetzt nicht mehr mit dieser Reihe weiterhin beschäftigen. Das war's von meiner Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Jetzt bleibt mir nur noch, euch eine schöne, lesereiche Zeit zu wünschen. Macht's gut. Ciao, ciao.